Dieser Shopping-Trip geht gehörig schief. Der Bummel über den Bazar in Dubai endet für Davina in einer Panikattacke. Ein hartnäckiger Parfümverkäufer verfolgt die Geissens in der aktuellen RTL 2-Folge durch die halbe Stadt. Das war total unheimlich, ich habe Angst bekommen, sagt die 20-Jährige. Die Geissens sind mit ihren beiden Töchtern Shanael und Davina mal wieder in ihrer neuen Wahlheimat Dubai. Dort haben sie vor kurzem ein Luxusapartment erstanden. Doch noch fehlt es dort an allen Ecken und Enden. Für ihre Küche wollen die Geissens sich Gewürze kaufen, natürlich auf dem Bazar. Doch wie das so ist, auf dem Weg zu den Gewürzen locken viele andere Läden. Carmen bleibt in einem Parfümgeschäft hängen und schnuppert an Flakons. Als es jedoch ans Bezahlen geht, stutzt die 58-Jährige. No, that is too expensive erklärt sie dem Verkäufer. Der findet seinen Preis jedoch fair. Als Robert den geforderten Preis hört, winkt er sofort ab, seid ihr wahnsinnig? Nicht kaufen, ich kann mich woanders abzocken lassen. Carmen erkennt etwas spät, dass sie wohl vorher hätte handeln müssen. Leider haben wir in dem Parfümladen vorher nicht über Geld gesprochen. Das sollte man auf solchen Märkten definitiv im Vorfeld tun. In dem Geschäft haben wir definitiv einen Fehler gemacht, sagt Carmen. Die 58-Jährige hat eine Befürchtung. Die wollten uns richtig abziehen, glaubt sie. Die haben gesehen, was wir für einen Schmuck tragen und dachten sich, die machen wir mal richtig lang. Da habe ich aber nicht mitgemacht, aber der Verkäufer blieb hartnäckig. Als die Familie den Laden ohne das Parfüm verlässt, regt sich der Verkäufer auf. Was soll das? Sie können mich doch nicht betrügen. Das sind 3200 Dirham. Das haben wir eben abgemacht. Sagt er und rennt den Geißens hinterher. Davina bekommt Angst. Der wollte, dass wir es jetzt kaufen. Das war schon sehr gruselig, sagt die Geißenstochter im Rückblick. Davina Geiß will nur noch weg. Der Typ war wirklich creepy. Wir waren schon 15 Minuten vom Laden entfernt und der war noch immer hinter uns her. Robert beendet das unwürdige Schauspiel. Gib ihm ein Dirham Cash für alles und finish, sagt er. Carmen zahlt schließlich, damit der aufdringliche Verkäufer endlich ablässt. Doch Robert und Carmen haben noch nicht genug vom Shopping. Nachdem sie auch die gesuchten Gewürze gefunden haben, plus einer ominösen viagra decken sie sich im haushaltswarenladen ein schenaye und vor allem davina reicht es ich kriege einen aussetzer ich will hier nur noch weg flippt davina aus davina ist völlig außer sich ich haue jemanden jeden moment schenaye papa ich werde richtig aggressiv hier ich möchte einfach hier weg aber ich weiß nicht wie ich hier rauskomme schenaye ich kann schon verstehen Wieso Davina Panik hatte im Bazar? Weil der Typ uns von einer Seite bis zur anderen gefolgt ist, sagt sie.